Mein Schwert ist größer. Ich würde jetzt sagen, pick or it didn't happen, aber es sind nicht alle auf Twitch 18, also halte ich mein Maul. Beziehungsweise elaboriere das absichtlich so. Obwohl, Ashley, ich habe Erwachsenenwarnung vor meinem Stream. Du musst draufgeklickt haben, dass du 18 bist. Pick or it didn't happen. Scheiße gelaufen, ne? Ziemlich scheiße gelaufen, wenn du mich fragst. So ganz objektiv einfach. Wie sieht es mit Prestige aus? Nicht gut. Immer noch 200 Punkte. Wir müssen, ich behaupte mal, noch so eine Woche spielen, dann haben wir ihn. Hast du irgendwelche Tipps zur Preseason-Mango? Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Tipp tatsächlich. Geh zu Junglern oder Streamern, die wissen, worüber sie sprechen. Gewinnen. Okay, ansonsten kannst du halt immer Twitch-Chat schreiben, ne? Oder fragen. Im Twitch-Chat stehen da logischerweise auch immer die guten Sachen. Wieso wird denn Pike in der Elo gebannt? Also wenn wir jetzt Elo-Bans hier schon verurteilen, ja? Vielleicht mag der Mensch einfach keinen Pike. Ist doch okay. Das sind hier individuelle Vorlieben. Ich wollte irgendwann mal ein Project Ward ausprobieren bei neu. Ich habe ein Project Ward irgendwann mal bekommen. Mal gucken, ob der cool ist. Ich glaube nicht, aber vielleicht doch. In diesem Stream ist Logik falsch am Platz. Denn mit Logik kann ich nichts anfangen. Oh nein, wir haben schon wieder die Caitlyn. Was? Das war die 05 Caitlyn vom vorletzten Game. Was soll das denn? Ugh, na gut. Dodge doch, ich dodge normalerweise nicht. Es ist einfach nur ein Zeitaufwand. Und außerdem haben wir gestern, actually hatten wir gestern ein Prime Example, warum ich jetzt nicht dodge. Erinnert ihr euch an das Game gestern, für die, die da waren, als wir den Morde ADC hatten, der ein Game vorher des Todes geintet hat und auf einer Vierer Losing Streak war und ich war so, ich glaube an dich, du bist auch nur ein Mensch. Auch man kann schlechte Games haben, auch schlechte Zeiten, aber es wird wieder besser und dann haben wir mit ihm das geilste Game überhaupt geholt. War ein ganz normales Game. Und er spielt jetzt auch nicht Caitlyn. Ey, guck mal, der ist gut auf Jhin. Auf Caitlyn ist er scheiße, auf Jhin ist er hervorragend. 61% Winrate, geht doch. Midlane ist ein No Way for You Zuschauer. Da wissen wir also schon gar nicht, was uns erwartet. Ich sehe dann Aphelios, guter Champ. Junge, es ist einfach so, inzwischen sind wir so eine OTP-Pflegestation einfach. Die Zomon say Pike, Aphelios my beloved. Ihr seid einfach alle, warum gehe ich eigentlich? I see Varus too often, is he still good? Ein Lucky Leash übernehmen wir. Resetten. Danke. Oh, mit Double Strike weiter. Oh, lecker. Ah, jetzt, wo ihr alle hier seid, ne, wusstet ihr, dass eine Master Yi Tech, falls noch einige jetzt hier sind von dem Raid gerade. Wusstest du, dass eine Master Yi Tech nach Tolkien benannt wurde? Wo willst du denn hin? Hast du schon, ist schon Ende? Feierabend? Hallo, komm zurück. Es gibt tatsächlich eine Master Yi Mechanik, die nach Tolkien benannt wurde. Ich meine, da sind wir ja auch ein bisschen an der Front und schuld daran. Aber existiert tatsächlich. Denn ihr kennt ja die Nummer 1 Regel beim Master Yi Spielen. Sicherlich alle, ne? Die Nummer 1 Regel, wenn man Master Yi spielt, ist in der Regel, und diese Regel tritt eigentlich immer ein, niemals mit Q engagen. Ne? Und als Tolkien damals Yi gespielt hat, ja, und sagen wir damit mal schon ziemlich viel Erfolg hatte, habe ich mir sein Gameplay mal angeguckt und da hat er einmal mit Q engaged, dachte ich. Und ich war davor, ja, ich habe schon Luft geholt. Meine Lungen waren gefüllt bis oben hin mit allen möglichen Worten, die ich da hätte rausgeschmissen, ja, natürlich. In freundlicher Manier, selbstverständlich. Und dann habe ich rangezoomt und habe auf 0,25 Geschwindigkeit abgespielt und habe gesehen, er hat für wenige Frames, bevor er aus dem Nichts gequeued ist, hat er die W angemacht. Und deswegen kann man jetzt auf Master Yi den Tolkienschen machen, ja. Und ich demonstriere euch den sofort. Ich kann ihn gar nicht demonstrieren, weil ich noch keine W habe. Im Prinzip drückt ihr einmal ganz kurz W für wenige Frames jetzt hier, W, und dann queued ihr plötzlich. Und dann seid ihr nämlich smarterweise habt ihr dann die nicht mit Q-Engagen-Regel umgangen. Das heißt, ihr seid nicht mehr mit Q-Engagen, ihr habt keinen Fehler mehr im Playbook der Master Yis gemacht. Habe ich gar keinen Bock zu helfen, aber ich komme trotzdem. Ui, wait, da habe ich mega viel Bock zu helfen, fällt mir gerade auf. Ja, Master Yi live, was soll ich machen? Mit einer Q und einer E auf Cooldown raufkommen, die angucken, wieder weggehen? Gute Idee, mache ich nächstes Mal. Dankeschön. Darf ich zu deinen Crux kommen, ohne dass ihr mich seht? Zicke Angelegenheit. Ja, hier. Aber ja, können wir auch probieren, meinetwegen. Demon King 565 würde ich jetzt hier auch abholen an der Stelle. Oh, die haben hinter uns gewartet. Das ja unglücklich. Weiß nicht, ob das Wurf war. Also ich meine, es ist ein Kill, ist immer Wurf, aber weiß nicht, ob das Wurf war. Eigentlich sollte ich jetzt back, ehrlich gesagt, für einen schönen Mittagsköcher. Sie geht auch back. Guck mal, wir gehen beide gleichzeitig nach Hause. Ist doch schön. Jetzt brauchst du noch eine eigene Strat. Und Inten zählt nicht. Ey, wir haben Suck and Fuck. Ich glaube, Suck and Fuck haben wir durchgebrandet. Was ist das denn? Jetzt muss ich doppelt so lange warten, bis ich die anfangen kann. Also ich reporte nicht, das ist, ne, obviously, aber was war das denn? Er wollte Fury holen. Ja, okay. Okay, ja, für die zählen Fury. Na gut, jetzt verstehe ich aus seiner Perspektive das Play. Das macht's aus meiner trotzdem immer noch scheiße, leider. So, he's still not getting a pass. Das ist Level 6. Ja, du, ganz ehrlich, schöne Lane hast du da, aber Infernal Drake ist ab. Tut mir leid, ist halt Top-Lane. Ihr kennt das Spiel da drüben, ne? Doch, man locker 30 bis 40 Fury. Ich sag 3 Fury. Ich gehe hoch auf 3 Fury. Wer bietet mehr als 3 Fury? 38 sagst du, okay, ich biete 7 Fury. 3,5 Bold Call. Was sind Fury? Motorradgangs.
Ich komm Botlane. Three waves on level 6 under turret and she doesn't come dive. Get me out. Wieso sollen jetzt die Vi reported werden? Deine Lane war doch fein. Wie hat der dich überhaupt getötet? Das ist dein Fehler. Wollen invaden? Sehe ich uns. Ich hasse Vi-Spieler. R-Spieler, habe ich das schon mal erwähnt? Die wissen es einfach. Die haben diesen sechsten Sinn. Never dive next turn rule number 334. Wieso 334? Finde ich jetzt ein bisschen arbitrary. Ich finde es scheiße, dass der einfach so mit random Nummern rumhantiert. Nicht so wie wir mit unserer Fury-Kalkulation. Wie er dachte, er ist smart. Es tut mir leid, da musste ich queuen. Weil sonst, wenn die Ult auf mich überspringt und er rauskommt, hätte ich geheult. Und ich habe gerade keinen Bock zu heulen. So, eigentlich müsste ich jetzt für Shelly gehen. Folgendes Problem, though. Ich habe 1500 Gold im Inventar. Deswegen mache ich jetzt die Krabbe und gehe dann back. Oh mein, was ist das denn hier? Gut, dann nicht. War ein Voting, war ein demokratisches Voting vom Gegnerteam. Und ich wurde halt 2-1 überstimmt. Als in einer Demokratie lebender Mensch muss man da halt das auch einfach akzeptieren. Heißt das nicht Rage und nicht Fury? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so in der Motorradszene drin. Das ist einfach für mich alles ein bisschen das Gleiche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich habe keinen. Ach, du hast Shelly aufgenommen. Oh, ich dachte, ich hätte Shelly. Oh, was sehe ich denn da? Leider kein Smite, deswegen kann ich sie dann jetzt nicht direkt contesten, aber trotzdem gut zu wissen, wo sie ist. Vielleicht kann ich trotzdem reinrennen, actually. Ich bin super ahead. I go AFK. F-Ash ult one more time mit. Do not! Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr viel Kontrolle darüber, ob die Mitte ult oder nicht. Da ist natürlich auch recht einfach. Ach man, jetzt baitet der mich ja wieder auf den Freekill. Was soll das denn? Dann stirbt das Minion an dem Tower-Auto-Attack, fast meine Q finished es und ich komme nicht hier vorne raus, sondern hier hinten. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Der hat mich nicht in den Freekill gelurrt, der hat mich in der 1A-Trap gelurrt. Ich bin sehr sad. Who's baiting who? And who's masturbating? Why miss here, no? Also, Big Punch Girl, Punch Girl gone. Ja, Big Punch Girl found. Die Frage ist, wie blöd ist sie? Passt sie jetzt komplett raus? Oder darf ich sie nochmal interrupten? Ich darf sie noch... Oh, sie geht gar nicht mehr back. Spannend. Sie geht sogar farm. Ich soll Drake machen, sagst du, Vi? Nochmal bitte, ich soll Drake machen. Gerne. Ah, wiederum gefällt mir jetzt nicht so, wie ich das sehe. You've been to prison, nö. What the fuck? Ach so, du redest mit Karma. Das ist eine spezifische Voiceline. Aber ich war nicht in prison bisher, muss ich sagen. Also, fühle ich mich jetzt nicht so relatable. War das Absicht von ihm? Das sah aus, als wenn es Absicht gewesen wäre, weil in dem Moment, wo er die Ashe-Ult gesehen hat, ist er sofort umgedreht. Das war super smart. Er hat vermutlich gepinkt, ja, aber nur von einem On-the-Way-Ping kommt der Süders ja nicht instant darauf umzudrehen, wenn ich in der Queue in ihm stecke. Tatsache, dass er daran gedacht hat, umzudrehen, ist das, was mich so abgeholt hat, weil wenn er nicht umgedreht wäre, wäre ich hinter dem Ashe-Arrow gelandet. Kannst du überleben? Warte, du machst den. Hä? Das ist nicht ein semi-low-life-gegnerischer Jungler. Darauf erstmal jetzt Shelly verlassen, ne? Und potenziellen Int eingehen. Weil Objectives sind was für Normies. Ich hasse Ashe-Spieler. Varus will nicht mehr. Varus hat ja genug von Ashe. Actually, unglückliches Backtiming jetzt von unserem Team. Wenn ich die jetzt anfange, garantiere ich dir, kommt jetzt eine Vi vorbei. Außer die Farmt. Die schon auf jeden Fall keine Ahnung zu haben, sonst hätte das Set längst gemoved hier. Mit Lehnturm wäre sick. Mit Lehnturm würde mich jetzt schon sehr freuen. Ist nicht wahr, eine echte Südfrucht. Ja, 1:1 echt. So wie auch im Supermarkt deines Vertrauens. Yo, what the fuck? You guys are big. Oh. Witzig. Oh mein Gott, so schlecht. Warum bin ich nicht weiter zurückgegangen? Tower gone. Oh, schade, das wäre big gewesen. Oh mein Gott, why never gank? Why lose? Oh mein Gott, Jungle Diff. I don't understand why negative win rate. My jungler's always int me. Selbst der Inter, holy shit. Habt ihr das da drüben, sag mal? Ihr habt das nicht, ne? Ich hab euch. Ich hab euch nicht. Ich bin so traurig. Mach den Tolkien los. Eigentlich nicht reingehen sollen. Ich dachte mir so, boah, ich flash auf die Wand und mach da kurz 2 Kills, dann gehen wir Drache, aber ich bin plötzlich gestorben, war scheiße. Hätte gleich Red Smiten müssen, dann wäre es tot gewesen. Ist auch egal. Südhoch, das war kritisch. Ja, ich habe auch 15%. Ich meine, da passiert das ab und zu. Kann ich nicht ausschließen. So 20 sogar. 20. Was sollst du tun? Was sollst du tun? Was ist Backseat Gaming? Alles, was in diesem Game mir vorschlägt, was ich tun soll, was nicht Mango Drache ist, ab ist. Drakeseat Gaming ist erlaubt. Alles andere will ich nicht hören. Der hat den Stun danach wieder ab. PvP, I guess. Der darf mich töten? Normalerweise darf mich ein Set hier nicht töten. Aber gut,
I learn every day. Warte mal, hat er den Stun überhaupt genutzt vorher? Nee, ne? Deswegen hat er ihn. Ja gut, hätte ich vielleicht auf Blade warten sollen, I guess. Kann ich mir kein Blade kaufen, aber das war ein richtig hart unnötiger Tod. Ich war mir so sicher, dass ich den töten kann. Was ist das denn dabei? Ich weiß gar nicht, wie viele Pentas ich gemacht habe für 1000. Ich glaube, ich habe mir die Zahlen nicht angeguckt. Habe ich Paint noch offen? Ja. 9. Mit 9 Pentas ist man Top 1000 EU. Guys, y'all be lacking when it comes to Penta Guilds. Wollen wir den hier machen? Nee? Okay. 19 bist du Top 500? Nice. Haben wir ein Ziel. Schlecht. Geduldig gespielt. Well played, Vi. Normalerweise alle paniken da immer über die Wand, aber du hast einfach gewartet. Smart, smart, smart. Oh mein Gott, und ich path nach oben anstatt nach unten. Ich Idiot, anstatt einfach nach unten weg zu wechseln. Das Ding ist, ich wusste ja nicht, wo jemand ist. Ich dachte, ich überlege nach oben. Ich habe nicht nach oben überlegt. Es war keine Mains zum Q und alles scheiße. Aber Blade. Woo. Platz 1 hat 140? 10er Lobbys, wo er seine Mate gesnappt und gefarmt hat. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Alright, Mr. Senpai Panda-san. Sie sind tot. Warte, was? Sie sind nicht tot. What the fuck? Wie ist er da rausgekommen? Was ist der für ein Smurf? Jetzt hör auf zu FF'en. Wieso bin ich da jetzt nicht über die Wand geflogen, frage ich mich. Die Q hätte doch über die Wand gehen müssen, oder war die Wand nicht dick genug? Der hat noch Wie ist er da oben ohne Flash rausgekommen? Baron. On death top, we do Baron. Warte, wer hat gerade diese Pflanze angegriffen? Oh, wei, ich raste aus. We should kinda kill her, not gonna lie. Sehr schön. 4-0 Seele, let's go. Wir haben Baron, Lukas. Geh jetzt nicht farmen. Da war er jetzt nicht geduldig, das verstehe ich nicht. Eben hat er das so gut geduldig gespielt. Und hier hat ihn jetzt wieder sämtliche Geduld verlassen. 140 Gold aber auch, Alter. Aua. Oh, nevermind. Okay, we can finish. Boah, wir hätten halt einfach safe jetzt für den Top-Lane gehen. Da oben, aber hätten wir auch gemacht sollen, wa? Ja, sollten wir auch tun. Einfach für einen Triple-Inhib und dann gehen. Wir haben nur vor dem Set ein bisschen Angst, der Rest macht mir keine Angst. Hey! Schöner Win. Den brauchten wir. Oh, Appa, du hast dir einen OTP-Namen gewünscht. Wieso habe ich da keinen Text dran? Ach, ich habe da vergessen, Text dran zu hängen. Dass du Text eingeben musst. Du musst ja entscheiden, für welchen Champion. Gib uns einen Champion, für den wir uns einen Namen ausdenken. Oder um der sich der Name drehen soll. Oder ein Konzept, meinetwegen. Okay, auch vielleicht Flash du gerne. Das muss es rund um Flash sein. I don't know. Wähle zwischen Orn und Woli. Nee, du musst wählen. Wir können jetzt nicht beides machen. Nee. Ich weiß. Entscheidung treffen, scheiße. Mag ich auch nicht, aber muss sein. Dann Orn. Okay, Leute. Wir brauchen das Hive-Mind. Ein guter Username für ein Orn-OTP. Ein guter Summoner für ein Orn-OTP. Ordentlich aufs Maul. Okay, geschlossen. Das war's. Danke. Wir haben's geklärt. Das klingt so, als wenn du schon mal jemanden gesehen hast, der so heiß. Oder ist das gerade random in deinen Kopf aufgeploppt, Roxmox? Immer nach vorn, finde ich auch gut. Ordentlich innen. Du kannst ja mit ordentlich kannst du alles machen. Du kannst auch mit Doppel-N schön.